Ja. Nur mit dem Char machen wir jetzt einen Mix aus der Hokage und der Barbarennummer. Wir werden also nicht jeden Gegner umbringen, sondern nur, wo wir wissen, dass wir es einigermaßen schaffen und wir können nicht mal Augenbohren hitten. Das ist absolut nicht schön. Also müssen wir mit ihm jetzt doch eher das machen, wie mit dem Barbaren. Das heißt, wir laufen eigentlich nur durch und suchen Kisten. Das ist doch doof. Wow, sind das viele Geschosse. Viel zu viele Geschosse. Komm, lass mich raus hier. Menno. Also ja, Angriffskraft müssen wir auf jeden Fall noch ein, zweimal erhöhen, damit der Paladin auch in der Lage ist. Oh. Oh. In der Lage ist, die Augen zu one-hitten. Und diese feuerspuckenden Stacheln. Sonst geht das gar nicht. So, einmal Angriffskraft waren inzwischen 3900 Gold. Das ist also unser Ziel für dieses Leben. 3900 Gold. Wenn es mehr wird, schön. Wenn nicht, dann halt nicht. Oh. Genau, die hier können wir auch nicht one-hitten. Das ist untragbar. Oh. Ja. Komm schon, gib mir irgendwo eine Kiste. Oh, 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 da ist eine Kiste. Imperialer Helm. Oh, sehr schön. Der war gute Stats, glaube ich. Also kein Schnickschnack von wegen mehr Gold oder mehr Magie oder was weiß ich. Einfach nur mehr Lebenspunkte. Und mehr Mana. So, kaputt. Wir nähern uns ganz langsam den 3900. Hier war sonst nichts mehr, okay. Yeah. Wow, wow, hey. Zu dir wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich an dir vorbei, danke. So. Ja, doch. Und fast unser Ziel erreicht. Sehr schön. Oh. Und über unser Ziel hinaus. Sehr schön. Also alles jetzt ist extra. Wobei so zwei Angriffskraft mehr mit einem Leben auch sehr schön wären. Ja, 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 ja. So. Und Wald mit fast vollem Leben. Ja. Kuckuck. Oh. Kuckuck. Ein einsames... Hey, ist der gerade rückwärts gesprungen? Das sah ja komisch aus. Okay. No, ein Blub. Und zu viele grüne Maria, die Zaubersprüche auf dem Boden machen. Kaputt. So. Spalt dich auf, spalt dich auf. Geh kaputt. Nein, der unverwundbare Minischleim. Direkt nach dem Spalten, das ist nervig. Ja. Genau, schießt du mal, ich mach dir einfach tot. Oh, eine Kiste. Oder eine gute Kiste. Imperiale Bracer. Sehr schön, sind wir bald ein richtiger Römer. Oh. Alle Gegner besiegen. Nein. Nee. Nicht mit diesem Helden. Oh, stimmt eigentlich. Wir könnten Architekten benutzen, um wieder an dieselbe Stelle zu kommen. Mit einem anderen Helden. Aber das alles wegen einer Rune finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Oh. Ja. Hops, hops. Also eigentlich wollte ich ja gar nicht hier lang, aber da lag Gold auf dem Boden. Das ist jetzt gemein. Mit dem Auge hier in dieser komischen Wartekammer. So. Und genau da kam das Crit gerade zu tragen. Normalerweise hätten wir das Auge gar nicht geschafft. Aber dann Crit schon. Ja, doch, war eine gute Idee. Ja. Oh. Ich fühle mich ein wenig zurückversetzt zu dem Boss, den wir übrigens auch noch hier auf der Etage haben.
Komm schon. Macht mir Platz. Das gibt ganz schön gut Gold. So. Jetzt kein Stress mehr, ist nur noch einer da. Goodie. Was für ein Raum. Auch sehr ungewöhnlich. So ein Raum mit ganz vielen Feuermagiern, wäre mal übel. Was schießt er? Achso, die Dinger schießen. Vor allem mit den cheatenden Feuermagiern, die durch Wände schießen. Hallo Skelettkopf. Ich lass dich mal so in Ruhe. Au. Zing. Au. Gold, nichts, nichts. Weiß ja nicht. Au. Uff. Ja, drei Augen, ist klar. So, schießt alle mal. Mach hier kaputt und dann geht's weiter. Wir haben übrigens schon 11.800 Gold. Nur mal so, dass wir eigentlich nur 3.000 farmen wollten für einmal Angriffskraft. Aber ja, ich denke mal, wir werden das Gold eh nicht für Angriffskraft ausgeben können. Weil... Oh. Wir mehr Gewichtkapazität brauchen. Ja. Um die ganzen imperiale Ausrüstung anziehen zu können. Und die sollten wir auf jeden Fall anziehen. Wenn es die ist, dass ich denke, dass es ist. Nämlich der Nein, unverwundbarer Mini-Schleimspalter. Nämlich das ist die Ausrüstung vor der Drachenausrüstung. Also immer noch ziemlich gut. Und besser als was wir jetzt haben. Dieser komische braune Helm da. Komm schon, Hühnchen. Nö. Nee. Wo? Unverwundbarer Mini-Spaltschleim. Der auch noch Feuer hinterlässt. Ein schön garstiger Schleim. So. Garstiger Schleim, der die Pflanzen mit Feuer schützt. Au. Komm schon. Stirb. So. Du auch noch weg. Du noch weg. So. Schon viel übersichtlicher. Jetzt komm du mal hierher. Guck. Oh. Genau. Sehr schön. Aber leer ist der Raum noch lange nicht. Yikes. So. 14.000 Gold. Und was haben wir hier Schönes? Nichts. Okay. Oh, sehr schön. Zing. 15.000 Gold. 16.700 Gold. Oh, und Schaden. Ah, ich hätte einfach hier in die Mitte springen sollen und dann so machen. Aber gut. Fürs nächste Mal. Zing. Und ja, den Boss versuche ich jetzt gar nicht erst mit so wenig Lebenspunkten. Weil das ist so viel Kleinkram. Und so viel Schaden reinkommt, das wird nix. Stirb und. So. Ganz schön viel Mana als Paladin, fällt mir gerade so auf. Verglichen mit dem Spell Sword, der nur 70 oder so hatte. Oh, und zwei Kisten im Raum. Sehr schön. Schwung. 21.000. Ja, kaum sieht man so viel Gold als Zwerg, ne? Ja doch, hier ist okay. Und dann zweimal nach rechts, bitte. Swoosh, swoosh. Einmal nach rechts. Gut. Das lasse ich auch erstmal, weil wir nicht mehr so viel aushalten. Oh, okay. Komm schon, Hühnchen. Irgendwo. Hühnchen.
Will auch noch zur Kiste. Da. 22.800. Sie hat auch Paladin. Au. Ist echt schick. Nur noch mehr Angriffskraft, damit wir mehr Gegner one-hitten können. Dann ist alles gut. Dann können wir wieder richtig schön farmen gehen. Also ganze Ebenen clearen und so weiter. Und ich sollte eher weggehen. Obwohl, warte mal. Jo, jetzt habe ich nur noch Doomwasser freigelassen, die mich gleich treffen. Nee. So war das nicht geplant. Wir würden gerne zurück. Oh, hier unten ist eine Kiste. Okay. War jetzt irgendwie einfach. Aber na gut. Wollen wir uns nicht beschweren. Und oben links geht es auch noch weiter. Ja, durch den Horrorraum. Und das ist die falsche Richtung. Und wir sind gleich tot. Ja, wir sind tot. Aber ein sehr profitables Leben. Kann man nicht anders sagen. Und mehr als anderthalb rein. Sehr schön. Spellsword, Archmage, Barbarenkönig. Ja, doch. So. Du guckst jetzt erstmal, was die ganze imperiale Ausrüstung macht und kostet. Macht mehr Mana und sonst nur mehr Gewicht. Und ist lila. Yeah. Okay. Mehr Magic, aber nicht so viel wie die Drachen. Also können wir das knicken. Und sonst haben wir nichts. Okay. Der lila Helm sieht abgefahren aus. So, Doppelsprung. Das hier wäre neu, aber ist nicht so toll. Jedenfalls für unsere momentanen Klassen so. Nö. Das bleibt alles genau so. Doppelsprung, Sprint und Lebensanzug. So, wir spielen mit Bahn. Wir wollten mehr Angriffskraft für den späteren Paladin. So. Und jetzt mache ich nochmal mehr Crit-Chance. Wow, ist ganz schön teuer langsam. Mehr Lebenspunkte. Mehr Lebenspunkte. Und mehr Mana. Also jetzt nicht für den Barbaren, sondern allgemein für alle Klassen mehr Mana. Auch wenn der Barbar jetzt auch schon 112 hat. Oh, schick. Und 818 Lebenspunkte. Sehr cool. Okay, also. Gegner ignorieren, Kisten jagen. Oh, mir fällt gerade wieder was ein. Da wir mit diesem Charakter jetzt eigentlich fast gar keine Gegner treffen wollen, hätten wir eigentlich auch sowas nehmen können wie das Guardian Sword, das mehr Rüstung macht. Ja, lasst mich hier weg. Oh. Danke. Also ja, das Guardian Sword zum Beispiel. Aber wir brauchen das Schwert ja gar nicht. Jedenfalls nicht so wirklich. Oh. Oh, sind da viele Geschosse. Weg. Ja. So. Oh. Ah, wie man merkt, man braucht das Schwert doch zwischendurch. Egal, wie viel man ausweichen will. Manche Räume haben einfach zu viele Geschosse drin. Und da muss man ein bisschen was aussortieren. Na gut. Oh. Zack, zack. Bisschen Kleingeld. Bisschen mehr Kleingeld und fast 5000. Sehr schön. Horrorraum. Weg. Tagebuch ignorieren. Sieht auch nicht sehr schön aus, Raum. Nein, definitiv nicht schön. Aber, da ist eine Kiste. Und Goldregen. Das ist doch angenehm. Da war ein Crit bei, sehr gut. Ja, komm schon, gib mir Runen. Drachenschwert. Oh, das war das Rote, oder? Ob rot oder schwarz. So oder so. Es sieht cool aus und macht mehr Schaden. Super Kombo. Zing, zing.
und fast volle Lebenspunkte. Sehr schön. Oh, Horrorraum, Horrorraum. Boah. Ja, okay. Vampir, Vampir. Retaliation für die Brustplatte. Oh, komm, komm.